liebe Leute, ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu unserem nächsten Transfer-Orakel. Euer Gerüchtebergi mittlerweile wieder dabei, aber ihr habt schon gesehen, heute nicht Gerüchte oder Transfer-Orakel, sondern heute geht es ein bisschen um Top-Talente, um Transfers, die bereits abgehandelt worden sind. Würde ganz gerne regelmäßige Folgen machen und dafür habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, hier ist er, Gabriel. Moin, moin. Was für ein Auftritt, das, oder? Das Klatschen hat noch gefehlt, aber es war schön. Ja, das war sehr schön. So, ja. Also, ja. Gabriel, ja, ich habe fälschlicherweise gesagt, Varela wäre ein Argentinier, ist er nicht, er ist ein Uruguayer. Richtig, er kommt aus Uruguay. Uruguay und Argentinien, was haben die gemeinsam? Die Farben, blau-weiß. Farben, ne? Ja. Ne? Das ist doch so, ne? Und Uruguay war erster Weltmeister. Richtig. Das habe ich auch noch im Kopf, weil die erste Weltmeisterschaft in Uruguay war. Richtig. Das war 30, ne? 30, oder? 30? 34? In den 30er Jahren, aber wann ja, ist ja, aber ganz, wieso, ganz. Wieso physisch stellst du immer solche Fragen? Weil ja, das ist, die das Leute, gehört dazu. Wenn die Leute wieder, uns wieder vollschreiben hier, wann es genau war und warum wir nichts wissen. Es hätte ja auch 42 eine sein müssen, aber da war ja Krieg und deswegen war keine. Dann erst wieder danach. So, okay. So viel Roundup-Informationen, so ein bisschen über Uruguay. 30, nein. 30 war es. Das Thema ist ja Manchester United, Top-Talent, Varela, nennt sich der Gute. Geht zu. Ja, was sagst du dazu? Hau mal was raus. Also, ich habe ihn vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, ne? Ja. Habe mich natürlich nach den News auch belesen und ja, scheint echt ein ziemlich fähiger Mann zu sein für seine 20 Jahre und wird als in Uruguay auch als großes Talent gehandelt. Ich finde es interessant, dass halt, wenn du siehst, was in England abgeht, wenn du zum Beispiel Man City siehst, was die halt einkaufen, ne? Was Man City, Chelsea. Ja, was die alles für Geld anpacken und was für Stars kaufen und so. Und die kaufen sich halt ein relativ No-Name-Talent, sag ich jetzt ja. Mal, und geben für den wie viel aus? 1,7? Mehr war es doch. 1,7, 1,2 Millionen ungefähr soll das sein, ja. Und das ist das total krass. Also ich finde das echt interessant, dass die halt sich so einen jungen Kerle holen. Ja, der Typ ist jetzt, was mich jetzt einfach bei der ganzen Sache so begeistert, und ich möchte ganz gerne offiziell hier an der Stelle, wo wir jetzt sind, möchte ich so ein lebenslangen Vergleich einfach mal anstreben von Kosten-Nutzen-Faktor, und zwar Varela versus Neymar. Und ich bin mal gespannt, wer sich besser entwickelt. Der gehypte Schöne aus Brasilien, ne, dieser Hipster, der für, was haben sie bezahlt? 60 Millionen, 70 Millionen oder was? Keine Ahnung. 50? Ich glaube 40 waren es. Offiziell 40. 40, ne? Mhm. Ja, also 40 Millionen, oder haben doch gerade noch gesagt, wird noch ein bisschen teurer eigentlich. Okay, Neymar, der mega gehypte, oder eben so ein bis dato nicht ganz so überragend bekannte, durch FIFA und was ich was, Varela. Ich bin mal gespannt, wer sich besser entwickelt, wer mehr Einsatzzeit kriegt, wer auch entscheidend zu Spielen beiträgt. Da bin ich einfach mal jetzt so die nächsten 1, 2, 3 Jahre echt gespannt. Naja, also ich bin halt gespannt in der Hinsicht, er ist halt rechte Abwehr, ne? Ja, kann man. Das ist halt kann schwierig, man so, ne? Kann man nicht direkt vergleichen als Spieler, aber ich finde diesen Faktor einfach cool, ne? Das ist ja ein nicht allzu bekannter Spieler und wurde von drüben geholt und ebenfalls als Top-Talent gewertet, ne? Also, ja, ich bin einfach mal gespannt, wer sich besser entwickelt. Auch Verteidiger können mega durch die Decke gehen, ne? Siehe Lahm. Ja, Lahm ist jetzt offiziell durch die Kickernoten zum Weltfußballer auferkoren. Immer zweiter Platz gewesen. Die Saison hat er sich gesteigert. Jetzt ist er offiziell Weltfußballer. Ja? Ja, vom Rang her. Also Weltklasse meinst du? Weltklasse, ja. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also ich persönlich sehe es so. Ist eigentlich eine undankbare Aufgabe da hinten, ne? Aber du siehst ja, wenn du in der Vorwärtsbewegung gut bist, ne? Also dann kannst du auch viel zum Spiel beitragen. Wie viel Vorlagen hat denn der gegeben? Ist ja total gestört. Gut, aber das kann ja auch ein Varela schaffen bei Man United. Bin ich gespannt. Bin ich auf jeden Fall richtig heiß drauf, wie das ausgehen wird. Also wir machen so ein kleines Forever. Varela gegen Neymar. Einfach nur so. Mal gucken, wer es länger durchhält oder wer ja, am Druck zerbricht. Das werden wir ja nächstes Jahr auch sehen, wenn wir das dann bei FIFA 14 zusammen spielen und du dann halt in Man United spielst und ich halt mit Barca. Dann werden wir ja schauen, wie denn Varela da gegen Neymar spielt. Ja, kann man sehen. Ja. Spielt er sogar auf links, ne? oder hängende Spitze ist eigentlich Neymar, ne? Nein, Neymar wird eigentlich eher dann wahrscheinlich der Mittelstürmer sein, der mit Messi hängt. Oh ja. Aber kann ja sein, dass immer noch andere Leute wie Lewandowski ja oder flexibel. So. Mal gucken. Für das Geld muss er ja flexibel sein. Für das Geld müsste sogar ein Tor stehen können. Eigentlich schon, ja. So. Okay.
Das war die erste Folge mit Gabriel, meine Lieben. Haut wieder raus. Die nächste Folge dreht sich um AS Monaco, das nächste Special. Ich bin super interessiert daran, wie eure Meinung ist zum aktuellen Talent Varela hier auf unserem kleinen Kanal. Wenn ihr öfter Gabriel hören wollt, mit mir in Diskussion über Themen rund um den Fußball oder ihr selber mal hier reinkommen wollt in unsere kleine Skype-Unterhaltung, haut eine Videoantwort rein oder schreibt einen netten Kommentar, lasst einen Daumen da und ihr wisst, wie es läuft. Und dann würde ich sagen, wir beide gehen sofort runter und wir quatschen noch ein bisschen über AS Monaco, ne? Machen wir, genau. Aber das seht ihr morgen, liebe Leute, in der nächsten Folge. Bis dann, euer Van Bergen und der Revolvermann. Ciao, ciao. Mexican.